Bist du, kannst du noch einige Fragen beantworten? Oder? Ja, kein Problem. Ja. Die Deutschen kamen hier als Besatzungsmacht und die Hagsberger wurden auch, was das anbelangt, mit Regeln überladen und mussten sich konfirmieren an die Deutschen. Da kamen auch Menschen, die Widerstand leisten. Und die wurden gefasst. Einige von ihnen wurden ganz gefasst. Ganz schlimm ist das. Die sind nach Gefangenenlager und manche aber auch nach Konzentrationslager deportiert worden. Dann kam Ende 1943 die Razzias, wo sie Juden gefasst haben. Die haben sie alle nach Durchgangslager Westerbork gebracht und nachher nach Auschwitz-Birkenau gebracht, wo sie ja vergast wurden. Das haben sie ja begriffen. Wann hörtest du von diesen schrecklichen Sachen? Nach dem Krieg. Nach dem Krieg? Ja. Dann waren noch viele Zwangsarbeiter, die habe ich damals mit Frau Karas eine Ausstellung in Ahaus gemacht. Viele Hagsberger Zwangsarbeiter, die auch in Ahaus gearbeitet haben. Auch Frauen? Auch Frauen waren darunter. Das waren ganz viele. Ich erstaune. Das waren mehr als 2000 Hagsberger, die hin und wieder der Grenze jeden Tag gegangen sind. Was machen die in Ahaus und wie wurden sie von der Bevölkerung in Ahaus aufgenommen, oder? Ja, War es nur ein Also erstens mal, in Ahaus haben die fast ausschließlich in der Jutefabrik und in einer anderen Holzschuhfabrik wo Schuhe gemacht wurden, arbeiten müssen. Ein zweites, die waren also gezwungen, in so fast Lagern nur zusammenzuleben. Also das ist ja schlimm. Also ich muss sagen, das war eine schreckliche Zeit, Nazis. Und ich darf auch jetzt sagen, also ich prate... So, die wurden Tag und Nacht bewacht. Ach, nicht nur das, auch in der Versorgung. Nicht? Also ich muss sagen, auch die Bevölkerung hat dagegen protestiert. Das war schrecklich. Ich kann also ehrlich sagen, dass das Erinnerungen sind. Nicht umsonst gibt es da diese Kontakte. Anne Frank Realschule kennen Sie wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Also da haben wir vieles an schrecklichen Erinnerungen gemeinsam. Ja, doch. Und Hagsberg ist ja am selben Tag wie Ahaus. Wie Hagsberg befreit worden. Bombardiert. Ja, das kommt noch hinzu. Ja, Ahaus ja. Noch schlimmer. Ja, aber Ahaus, ja, Hagsberg ja auch. Ja, aber Ahaus für einen größeren Teil. Ich habe gehört, 60% der Ahauser Häuser waren weg. Noch mehr. Noch mehr. Ich übertreibe nicht. Ja. Und auch Tote. Ja. Es gibt ein Massengrab in Ahaus, aber ich will jetzt nicht in Einzelheiten. In Hagsberg sind 57 Tote. Ja, bei uns. Beim Bombardement. Über 100. Über 100. Auf dem Friedhof. Ja, ja, ja. Und da waren auch Zwangsarbeiter dabei. Ach, schrecklich. Ja. Furchtbare Zeit. Ja. Aber am 1. April wurden wir sagen, befreit und wurde Ahaus besetzt von den Engländern. Alliierten. Ja. Und dann sagte man in Deutschland Stunde Null. Nicht? Ja, alles musste wieder hergestellt werden. Also ich muss sagen, also wir hatten einen Stadtdirektor damals, der musste ja Parteiinteressen berücksichtigen, aber er war kein Nazi. Nee. Wir hatten einen Landrat vom Kreisverwaltung Ahaus, der ist von Nazis entführt worden. Ins Konzentrationslager. In Berlin ist passiert, ist der Zug angehalten, die mussten den Zug wechseln. Er ist brav gestanden, weil die Fechter wegliefen und der ist nicht abgehauen. Das kam ihm nachher zugute, dass er wurde verdächtigt, dass er für die damalige, das war ein Attentat auf Hitler damals, und dass er da
eine Leitung in der Regierung haben sollte. Das stimmte aber nicht. Ah, ja. Ja. Das ist schrecklich. Und da gibt es also Zeitzeugenberichte. Ich gehöre auch einer Zeitzeugengruppe in Ahaus an. Mhm. Wir hatten in Ahaus ja eine Niederländer, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das Ahauser Schloss ist im 19. Jahrhundert, so 1870 um die Zeit, verkauft worden. Und da hat ein Niederländer, Oldenkott hieß er, aus Amsterdam, das Schloss gekauft, hat dort eine Tabakfabrik eingerichtet. Das gab Arbeitsplätze für Ahaus. Ja. Eine gute Familie, einer von dieser Familie war ein Schulkamerad, nicht in meiner Klasse, aber Schulkamerad, lebt noch, war Diplomat der Bundesrepublik Deutschland, wohnt in Köln und sagt natürlich, Bernhard, du musst mir treu bleiben, er will gerne immer mal in seine frühere Heimat zurück. Das kann ich auch verstehen und tue ich auch. Aber ich wollte sagen, das war eine gute Familie und die Mutter dieser Familie, diese letzte Mutter, die hat Protokoll, also Erinnerungen geschrieben und auch Tagebuch geführt. Die haben im Gewölbekeller, so darf ich sagen, überlebt. Der ist heute noch da. Der so dicke Mauern, das Schloss ist ausgebrannt, total zerstört. Ja. Die Familie Oldenkott konnte es nicht wieder aufbauen. Da hat der damalige Landrat dafür gesorgt, dass das Schloss in Eigentum des Kreises kam. Das ist es heute noch. Der hat dafür gesorgt, aber mit Unterstützung von Unternehmen, dass das Schloss wieder aufgebaut wurde. Aber die Inneneinrichtungen sind alle verbrannt, das ist schade. Nicht. Ja, das ist ja. Es gibt allerdings einen sogenannten Fürstensaal, da sind noch einiges drin, Erinnerungen. Und, das darf ich auch sagen, ein Platz mitten in der Stadt ist ein Oldenkottplatz, hat also den Namen dieser niederländischen Familie. Ja, mittendrin in der Fußgängerzone. In der Fußgängerzone stand auch ein Synagogen. Und die Synagoge, ist der bombardiert worden oder ist der schon vorher? Nazis haben die jüdische Synagoge, die nicht nur für Ahaus Synagoge war, angezündet und verbrannt. Ich habe gesehen, als Junge, die Feuerwehr wollte das löschen. Der Chef der Feuerwehr, ich kannte ihn, Held hieß er, der wurde gewehrt, der durfte nicht löschen. Sowas ist passiert. Furchtbar. Und das waren, die Juden waren Bürger wie wir, die alle kannten gut, die waren ganz normale Menschen. Nur weil sie Juden waren, haben die Nazis die verfolgt. Es ist unvorstellbar. Und es waren viele Ahauser, haben so geweint, das war schrecklich. Da war einer, der war sozial eingestellt, der hat Menschen, die wenig Geld hatten, damals geholfen. Hatte ein großes Geschäft in Ahaus, wurde deportiert und ermordet. Schrecklich. Ich mach nicht mehr erzählen. Also. Da gab es in Ahaus traurige, traurige Begegnungen. Furchtbar. Ich prahle ehrlich nicht, wenn ich das sage. Auch viele Ahauser Einsässen haben gelitten unter dem Nazi. Das waren ja Nachbarn. Also so schrecklich. Und wir haben auch da mit der Volkshochschule recht gute Erinnerungen. War jetzt noch wieder ein Gang zur Erinnerung an diese schreckliche, jetzt noch. Was damals passiert ist, das wird leider sonst vergessen. Und diese schreckliche Zeit, möchte ich noch mal sagen, darf nicht vergessen werden. Darum ist das wichtig, dass die Jugend informiert wird. Ich darf aber auch sagen, nicht alle Deutsche waren Nazis. Aber ich wollte jetzt nicht. Wir sind dankbar, auch dass wir gute Kontakte nach Hagsbergen haben und das wirklich beiträgt zu Friede und Versöhnung. Und das ist wichtig.